Tatsächlich wird er manchmal vor dem Mikrofon von Aufwallungen seiner eigenen Stimme überwältigt. Deren Gefühlswert, wie er darauf angesprochen zugibt, positiv bewegt. Ist er eitel? Er bevorzugt starkfarbige Pullover, Hemden, Krawatten und Socken. Aber immer nur einfach. Und immer nur in Kombination mit schwarzen und grauen Mänteln, Anzügen und Schuhen. Wobei diejenigen, die allzu rasch mit einer Erklärung bei der Hand sind, nicht wissen, dass seine Frau Lieselotte es schon immer gewusst hat. Nun gut. Er ist der mit dem pfannkuchenartigen Gesicht und den großen Ohren. Er ist der stadtbekannte ortsansässige Kritiker. Und merkwürdigerweise verhält er sich nun schon seit 40 Jahren so, als ob es nicht angehen kann. Aber seit 40 Jahren ist ihm gleichwohl nicht recht wohl dabei. Er hat nie irgendeiner Organisation des Dritten Reichs angehört. Er war auch nie gegen etwas im Dritten Reich gewesen. Er war Mitarbeiter der Zeitschrift Das Reich gewesen. Er hatte sozusagen stillschweigend das Ganze missbilligt und war wegen der Unregelmäßigkeit seiner erotischen Neigungen vorsichtig gewesen. War er von Natur ein vorsichtiger Mensch? Er hat drei Reserven. Seine Frau, einen guten Freund, in der Industrie, in der Regierung und seine Sammlung, durchaltert wertvoll. Er spricht, wenn er von seinen Reserven spricht, zuerst vom Verlust seiner Reserven. Er versteht auch die Kunst, die gute Seite eines jeden Menschen oder Vorfalls ausfindig zu machen. Er findet nicht selten an Leuten Unterhaltung, deren Umgang wegen Unregelmäßigkeit in dem Gebrauch ihrer Kräfte sonst vermieden wird. Er ist der bekannte ortsansässige Kritiker. Seine Zähne sind schlecht. Die Haltespangen der Prothese sind zu sehen, wenn er die Oberlippe zurückzieht. Er zieht aber die Oberlippe nicht zurück. Sein Herz ist schlecht. Nun gut. Er soll neulich gesagt haben, wenn es, wie behauptet wird, auf die Alphabetisierung ankommt, wer alphabetisiert die Alphabetisierer? Nun gut. Dies alles ist ganz normal. Weder traurig noch lustig, weder aufregend noch langweilig, weder heroisch noch gemein, sondern so, wie es normalerweise ist. Und man wundert sich nur, dass trotzdem alles Traurige, lustig, aufregende, langweilige, heroische, gemeine darin enthalten ist. Unvergesellschaftet. Ein Individuum. Und kein Verlust von Latifundien. Er ist der bekannte ortsansässige Kritiker. Er hat von 33 bis 38 studiert. Ist er ein Liebhaber von gutem Essen? Er wird leicht ungeduldig, wenn darüber gesprochen wird. Er ist der bekannte ortsansässige Kritiker. Er hat von 33 bis 38 studiert. Er ist kein Soldat gewesen. Er hat Schwierigkeiten beim Ansprechen von anlautenden Vokalen wie in Individuum, Onomatopoesie, Adamsapfel. Er besitzt einen Adamsapfel. Sein Sprachfehler hindert ihn nicht, im Rundfunk zu sprechen. Zum Beispiel in den Plaudereien mit Hans Theodor Flemming, einer Parallele zu den Kaffeekränzchen von Hans Meyer und Marcel Reich. Er hat einmal in noch die Zeiten des späten Schüttekopf eine kleine Sendereihe geschrieben über den Begriff des Arrangements in der modernen Kunst. Die Zeit ist darüber hinweggegangen. Er selbst hat sich arrangieren müssen. Ein Jugendfreund, nun unter dem Spitznamen die Schildkröte bekannt, hat ihm immer die besten Brocken weggeschnappt. Er hat Reserven. Er ist der bekannte ortsansässige Kritiker, hat von 33 bis 38 studiert, er ist kein Soldat gewesen. Er hat einen Sprachfehler. Ist er ein Liebhaber von gutem Essen? Er wird leicht ungeduldig, wenn darüber gesprochen wird. Er ist ein Tee- und Biertrinker. Seine Ausdrucksweise ist unausgeglichen, seiner jeweiligen seelischen Verfassung entsprechend ernst oder heiter. Oft sogar unzusammenhängend. Niemals aber ermüdend und trocken. Ist er erfolgreich? Er ist zeitweise fester Mitarbeiter dreier Rundfunkanstalten gewesen, einer überregionalen Zeitung und dreier Zeitschriften. Er kennt viele Museumsdirektoren und Galeriebesitzer der Bundesrepublik. Einige in Zürich, Basel, Wien, London, Paris, Mailand, Prag. Er ist zweimal in Amerika gewesen. Er hat in den 30er Jahren eine Monographie über den Jugendstil-Karikaturisten Heinrich Kley geschrieben, ein Standard. Er hat über den Fotografen Edward Weston und seine Schule gearbeitet. Zwei Aufsatzsammlungen von ihm sind Anfang der 50er und der 60er Jahre veröffentlicht worden. Er hat Vorworte, Nachworte, Katalogtexte verfasst und Vernissagen eingeleitet. Sein letzter Protégé, Andy Wildermuth, ein interessanter junger Maler, mit dem er befreundet ist, will ihn nicht reden lassen. Er ist der bekannte ortsansässige Kritiker, er hat von 33 bis 38 studiert, er ist kein Soldat gewesen, er hat einen Sprachfehler. Das rote Haar hat er, seit es dünner zu werden beginnt, nach vorne gekämmt. Er ist zitiert worden in den skandinavischen Ländern. Er hat einmal gern einem Kunstverein vorstehen wollen. Er beneidet Wieland Schmid aber in Hannover. Aber der Wunsch ist nicht erfüllt worden und er hat ihn aufgegeben. Ist er von Natur ein vorsichtiger Mensch? Einmal kam ein junger Maler zu ihm in der Meinung, dass er ihm Unrecht getan, ihm darüber Vorwürfe zu machen, und sagte ihm eine Impertinenz über die andere. Da stand er an einen Stuhl gelehnt, wandte kein Auge von jenem weg und hörte alle Impertinenzen mit der größten stoischen Ruhe. Erst, nachdem der junge Mann ausgetobt, ging er zu ihm und sagte, Sie sehen, dass Sie hier Ihren Zweck nicht erreichen. Sie können mich nicht aufbringen. Dabei lächelte er ungemein melancholisch. Er ist der bekannte ortsansässige Kritiker. Er hat von 33 bis 38 studiert. Er ist kein Soldat gewesen. Er hat einen Sprachfehler. Das rote Haar hat er, seit es dünner zu werden beginnt, nach vorne gekämmt. Seit seinem 50. Jahr trägt er ein Toupet. Seine Zähne und sein Herz,
haben ihm schon immer zu schaffen gemacht. Er hat das für eine der unvermeidlichen Sachen des Lebens gehalten. Sein Sprachfehler hindert ihn nicht, im Rundfunk zu sprechen, wo er nach Bedarf Ausstellungsberichte liest und Kunstbücher rezensiert oder mit Hans-Theodor Fleming plaudert. Eine Parallele zu den Kaffeekränzchen von Hans Mayer und Marcel Reich-Ranicki. Nun gut. Er hat neulich Mühe gehabt, über den Kunstmarkt des Vereins progressiver deutscher Kunsthändler zu berichten. Es ist ihm nicht gelungen, sich in das Streitgespräch zu Beginn der vierten Documenta in Kassel einzuschalten. Hat sein Verhältnis zu Andy Wildermuth ihn parteiisch gemacht? Das alles kann natürlich weder die Objektivität seiner Berichterstattung noch die Subjektivität seiner Kritik beeinflussen. Aber was hat er davon, wenn Sie ihn nicht reden und schreiben lassen? Nun gut. Dies alles ist ganz normal, weder traurig noch lustig, weder aufregend noch langweilig, weder heroisch noch gemein, sondern so, wie es normalerweise ist. Und man wundert sich nur, dass trotzdem alles Traurige, Lustige, Aufregende, Langweilige, Heroische, Gemeine darin enthalten ist. Unvergesellschaftet. Ein Individuum. Und kein Verlust von Latifundien. Er ist der bekannte ortsansässige Kritiker. Da er in bestimmten Kreisen durchaus bekannt ist und in diesen Kreisen durchaus bestimmte seiner Eigenschaften bekannt sind, sind bestimmte Erklärungen im Umlauf. Er bevorzugt das Mikrofon seiner Ähnlichkeit mit einem bestimmten Körperteil. Er ist seit 43 verheiratet. Er versteht auch die Kunst, die gute Seite eines jeden Menschen oder Vorfalls ausfindig zu machen. Er findet nicht selten an Leuten Unterhaltung, deren Umgang wegen der Unregelmäßigkeit in dem Gebrauch ihrer Kräfte sonst vermieden wird. Er ist seit 43 verheiratet und wird im Dezember silberne Hochzeit feiern. Seine Frau, Lieselotte, ist 47, genauso alt wie Eduard. So nennen wir einen Rundfunkredakteur im besten Mannesalter. Den Sie beide kennen. Er trägt ein Toupet, um jünger zu erscheinen. Er hat sich angewöhnt, sein Alter um 3, 4, 7 Jahre herabzusetzen. Er hat immer Angst gehabt, daran zu denken, dass er sterben muss. Er wünscht, wenn er daran denkt, dass er sterben muss, so alt wie möglich zu werden. Wenn er nicht daran denkt, ist es ihm egal und er glaubt, es kann nicht angehen. Er soll neulich gesagt haben, wenn es, wie behauptet, auf die Alphabetisierung ankommt, wer alphabetisiert die Alphabetisierer? Nun gut. Auch kann er bei derartigen Angelegenheiten seinen Kummer über die menschlichen Schwächen nicht verbergen. Seine Ausdrucksweise ist unausgeglichen, seiner jeweiligen seelischen Verfassung entsprechend ernst oder heiter. Oft sogar unzusammenhängend. Niemals aber ermüdend und trocken. Er ist der bekannte ortsansässige Kritiker. Das rote Haar hat er, seit es dünner zu werden beginnt, nach vorn gekämmt. Seit seinem 50. Geburtstag trägt er ein Toupet. Er trägt ein Toupet, um jünger zu erscheinen. Nun gut. Nach eingehendem Studium und völliger Zurückgezogenheit ist er erst spät mit der Gesellschaft in Berührung gekommen und hat sich in ihr nie sehr wohl gefühlt. Er hat sich nie ihre Sprache und ihre Gewohnheiten angewöhnen können und vielleicht schmeichelt es ein wenig seiner Eitelkeit, dies alles zu verachten. Trotzdem verfällt er niemals in ungeschliffenes Benehmen, weil er weder grob noch schroff ist. Aber gelegentlich ist er unhöflich aus Unachtsamkeit oder Unwissenheit. Er ist der bekannte ortsansässige Kritiker. Dass er ein Toupet trägt, hat weniger mit der Eitelkeit als mit dem Alter zu tun. Er rasiert sich nicht sorgfältig. Rasieren langweilt ihn. Er hat noch immer so viel verdient, dass er die Miete für 2 Wohnungen bezahlen Was kann. Was die Unkosten betrifft, die er durch die Unregelmäßigkeit seiner Neigungen hat, so gerät er manchmal in Schwierigkeiten. Ist er überhaupt verheiratet? Er hat immer Angst gehabt, daran zu denken, dass er sterben muss. Er wünscht, wenn er daran denkt, dass er sterben muss, so alt wie möglich zu werden. Wenn er nicht daran denkt, ist es ihm egal und er glaubt, es kann nicht angehen. Sehr selten sind die Augenblicke, in denen ihm alles unwiderruflich richtig erscheint. Dies alles ist ganz normal, weder traurig noch lustig, weder aufregend noch langweilig, weder heroisch noch gemein, sondern so, wie es normalerweise ist. Und man wundert sich nur, dass trotzdem alles Traurige, Lustige, Aufregende, Langweilige, Heroische, Gemeine darin enthalten ist. Unvergesellschaftet. Ein Individuum. Und kein Verlust von Latifundien. Er hat sich auch mehrere Male in der Entwicklungsfähigkeit und Repräsentationswürdigkeit der von ihm protegierten Künstler geirrt, was er aber nicht sich selbst oder dem Künstler zum Vorwurf macht, sondern dem Zeitgeschmack. Sein letzter Protégé, Andy Wildermuth, ein interessanter junger Maler, mit dem er ein Verhältnis hat, will ihn nicht aus einer Vernissage für eine Ausstellung reden lassen. Auch kann er bei dergleichen Gelegenheiten seinen Kummer über die menschlichen Schwächen nicht verbergen. Nun gut, nun gut. Er hat, so wird erzählt, bei der Vorauswahlkommission mitgewirkt, die Bilder aussuchte für die Ausstellung Entartete Kunst. Er war Ende des Krieges in England interniert und hat für die BBC gearbeitet. Er hat Deutschland verlassen müssen wegen einer Anzeige betreffend Paragraph 175. Ein einflussreicher Mann hat ihn damals gedeckt. Er ist der bekannte ortsansässige Kritiker. Er trägt weder Ringe noch eine Armbanduhr. Er hortet große Mengen von Socken und Krawatten. Er ist abergläubisch. Er glaubt an Krankenwagen von rechts nach links. Noch besser ist ein Leichenwagen von rechts nach links. Tatsächlich wird er manchmal vor dem Mikrofon von Aufwallungen seiner eigenen Stimme überwältigt, deren Gefühlswert ihn, wie er darauf angesprochen zugibt, positiv bewegt. Wobei diejenigen, die allzu rasch mit einer Erklärung bei der Hand sind, nicht wissen, dass seine Frau es schon immer gewusst hat.
es schon immer gewusst hat. Er ist der bekannte ortsansässige Kritiker. Bemerkenswert ist, dass er auf Reservenbau zu gehen ihr kein Zutrauen hat. Er hat einen Sprachfehler, er trägt das rote Haar, seit es dünner zu werden, beginnt nach vorn gekämmt, seit seinem 50. Bemerkenswert ist, dass er auf Reservenbau zu gehen ihr kein Zutrauen hat. Er hat fleischige, glatte, angewachsene Ohrläppchen und Haare in den Nasenlöchern. Sein Sprachfehler hindert ihn nicht, im Rundfunk zu sprechen. Anstoßer werden geschnitten, Götterinnen lernen an seinen Bändern schneiden. Da er in bestimmten Kreisen durchaus bekannt ist und in diesen Kreisen durchaus bestimmte seiner Eigenschaften bekannt sind, sind bestimmte Erklärungen in Umlauf, von denen er einige selber weiterverbreitet. Einer seiner jungen Freunde, Andy Wildermuth, ein junger, interessanter Maler, den er protegiert, hat ihm einmal LSD gegeben. Er hatte die Vision, dass sich übergroße, weit geöffnete weibliche Geschlechtsteile auf seinen Kopf senkten, eines über das andere wie ein Turm aus fleischernen Pudelmützen. Er soll neulich gesagt haben, wenn es, wie behauptet wird, auf die Alphabetisierung ankommt, wer alphabetisiert dann die Alphabetisierer? Er versteht auch die Kunst, die guten Seiten eines jeden Menschen oder Vorfalls ausfindig zu machen. Er findet nicht selten an Leuten Unterhaltung, deren Umgang wegen Unregelmäßigkeit in dem Gebrauch ihrer Kräfte sonst vermieden wird. Ist er erfolgreich? Er ist nirgends fester Mitarbeiter. Er nutzt die Gelegenheiten aus, die er hat. Aber er ist nicht hinter ihnen her. Er kennt weder Museumsdirektoren noch Galeriebesitzer. Sein Verkehr beschränkt sich auf junge Assistenten. Er hat nie einen Posten gehabt, weder als Herausgeber, Beirat, Berater oder Korrespondent. Er hat nie etwas veröffentlicht, außer der hektografierten Doktorarbeit über das Kolorit bei Januarius Zick, die er übernommen hatte. Weil Zick mit Goethe befreundet war. Niemand zitiert ihn. Er fällt nicht auf. Er mischt sich unter die Leute. Ist er von Natur ein vorsichtiger Mensch? Die Neigung zu Unregelmäßigkeit in den erotischen Dingen hat er in einem amerikanischen Kriegsgefangenenlager erworben. Als er heiratete, hielt er sie für etwas Vorübergehendes. Ist er erfolgreich? Die Frage ist harmlos genug. Sie fragt nur nach dem, was jeder haben will. Und wenn im Jahre 1970 Privilegien oder auch Klassenbewusstsein durch irgendetwas ersetzt werden können, dann dadurch, dass man Erfolg hat. Erfolg haben als das letzte Privileg. Erfolg haben, um in Frieden leben zu können. Kann man Erfolg haben als in Frieden leben bezeichnen? Erfolg ist, worüber die Interessenten sich einig sind. Und worüber sind sie sich denn eigentlich einig? Für den, der mit Schreiben Geld verdient, genügt es nicht, Käufer zu haben. Er muss auch zitiert werden, preisgekrönt sein, Auflagen haben und so weiter. Er muss erraten, was oder wer arrivierbar ist. Es genügt nicht, wenn er in München den Star oder die Sensation von London errät. Wenn er in New York den Star oder die Sensation der nächsten Saison in Köln errät, was ohnehin absurd wäre. Er kann voraus sein. Das nützt ihm nichts. Im Zweifelsfall wird er für homosexuell gehalten. Er ist der bekannte ortsansässige Kritiker. 38 studiert. Er ist kein Soldat. Er trägt das rote Haar, seit es dünner zu werden beginnt. 50. Geburtstag trägt er ein verheiratet. Fleischige, glatte, angewachsene Ohrläppchen und Haare. Nasenlöcher. Er ist homosexuell. Er ist der Mann der lesbischen. Er hat einmal einem Kunstverein vorstehen wollen. Aber der Wunsch ist nicht erfüllt worden, und er hat ihn aufgegeben. Die Tatsache, dass sein Name Leonard Lambert noch immer regelmäßig gedruckt wird, hindert nicht, dass er oberflächlich ignorant gehalten wird. Ihn interessiert nichts als die Leidenschaft zu einem interessanten jungen Maler, den er protegiert. Er hat Beziehungen, die aus dem Dritten Reich stammen. Er verdient sein Geld mit kunstgeschichtlichen Kunstreklame für die nächste Olympiade. Vielleicht liegt es daran, dass er mit dem pfannkuchenförmigen Gesicht und den großen Ohren, dem Sprachfehler und dem roten Toupet durchaus pittoresk und zugleich ganz und gar durchschnittlich erscheint. Er ist der bekannte ortsansässige Kritiker. He's a fat little man, nudging 50 with henna dyed hair, almond-shaped eyes and a round fat face. Nun gut. Er ist der bekannte ortsansässige Kritiker. Er hat von 33 bis 38 studiert. Er ist kein Soldat gewesen. Er hat einen Sprachfehler. Er trägt das rote Haar. Er ist er. Er ist der, der ist. Der ist. Ist er. Kann ja nicht angehen. Die Frage ist nur, ob er der, der er ist, ist, weil er unverwechselbar oder weil er auswechselbar ist. Nachdem er sich von dem bekannten ortsansässigen Kritiker verabschiedet hat, geht Andy W. die Alster-Chaussee hinab zur Alster. Ist er der, der er ist, als ein Single das Single ist?
oder als ein Multiple? Der ist. Die Locken stehen ihm schwarz vom Kopf und vom Körper ab. Seine Augen leuchten so blau. Das leuchtendste helle, kalte Blau, das es überhaupt gibt. Kann hier nicht angehen. Die Stiefel sind rauledern und die Hosen im Knie sehr eng. Das Gesäß nicht zu vergessen, das glatt im Kort sitzt. Ob beim Sitzen oder Gehen, sitzt das Gesäß gleich glatt im Kort. Trägt er einen Namen oder trägt der Name ihn? Tragbar bis zur Tragweite. Wie weit auch weit tragende Entschlüsse. Jedenfalls ein Vertreter der jungen Generation, die ihre Papas entmündigt hat. Das haben sie jedenfalls geschafft, den Graben aufzureißen. Kann hier nicht angehen. Jedenfalls ein Vertreter der jungen Generationsideen und der jungen Generationsvorstellungen und der jungen Generationserfindungen und der jungen Generationsentdeckungen und der jungen Generationsneuigkeiten und der jungen Generationsabneigungen und der jungen Generationsvorurteile und der jungen Generationszorn und der jungen Generationswut und der jungen Generationsrevolution und der jungen Generationsantiautorität und der jungen Generationshoffnung und der jungen Generationsliebe. Wege und Rasen und Bäume bilden einen Streifen Cadmiumgrün. Der Streifen bezeichnet eine Schicht, unter der andere Schichten verborgen sind. Die Gärten, die sich früher vom Harvesterhuder Weg bis zur Alster erstreckten. Darunter, unterhalb vom Harvesterhuder Weg, Alte Rabenstraße, Fontenay, Pöseldorfer Weg, Alster Chaussee, die Alsterweiden mit Knicks und Kühen. Darunter Sumpfland. Nachdem er sich von dem bekannten ortsansässigen Kritiker verabschiedet hat, geht Andy W. die Alsterchaussee hinab zur Alster und an der Dampferanlegestelle Alte Rabenstraße vorbei. Die Rasenflächen am Alsterufer auf der Harvesterhuder Seite lassen am 26. Juli 1968 vormittags 10.56 Uhr Gärten durchscheinen und Weiden und Sumpf. Er hat eine Erinnerung, die er nicht haben kann. Synthetische Erinnerung. Ein Streifen Cadmiumgrün, ein Streifen gebranntes Siena, ein Streifen Manganblau, ein Streifen Rebenschwarz. Kann ja nicht angehen. Was ihn interessiert, ist alles. Das gesprochene Wort, das geschriebene Wort, Straßen, Nachrichtenwege, Zahlen, Kleidung, Wohnungen, Geld, Uhren der Duft der Zeit, Druck, Comics, das gedruckte Wort, Rad, Fahrrad, Flugzeug, Fotografie, Presse, Auto, Werbung, Spiele, Telegraph, Schreibmaschinen, Telefon, Schallplatte, Kino, Radio, Fernsehen, Waffen, Automation. Wenn er bezichtigt, bezichtigt er sich selbst. Er bezichtigt sich dessen, dass er vorhanden ist. Er bezichtigt sich dessen, was unwiderruflich ist und was er nicht ändern kann. Selbstbezichtigung. Beschuldigt er seine Urheber und Älteren? Sucht er Gründe in der Vergangenheit oder in dem Umstand, in dem er sich befindet? Selbstbezichtigung. Kann ja nicht angehen. Jedenfalls ein Vertreter der jungen Generationsideen und der jungen Generationsvorstellungen und der jungen Generationserfindungen und der jungen Generationsentdeckungen und der jungen Generationsneuigkeiten und der jungen Generationsabneigungen und der jungen Generationsvorurteile und der jungen Generationszorn und der jungen Generationswut und der jungen Generationsrevolution und der jungen Generationsantiautorität und der jungen Generationshoffnung und der jungen Generationsliebe. Dabei fühlt er sich ganz wohl. Das heißt nicht nur ab und zu, sondern manchmal auch dauernd. Jedenfalls gibt es Momente. Manchmal unvermittelt. Nachdem er sich von dem bekannten ortsansässigen Kritiker verabschiedet hat, geht Andy W. ein interessanter junger die Maler. Alsterchaussee hinab zur Alster und an der Dampferanlegestelle Alte Rabenstraße vorbei, zur Lombardsbrücke und zur Stadt. Schwarz stehen seine Locken vom Kopf und Körper ab. Seine Augen leuchten so blau, das leuchtendste helle, kalte Blau, das es überhaupt gibt. Er lächelt. Lächelt er? Wie lächelt er? Schüchtern. Strahlend. Gewinnend. Mürrisch. Plötzlich. Verstohlen. Verloren. Husch das Lächeln über die weichen, flaumigen, straffen. Kann ja nicht angehen. Jünglingshaft unbestimmt. Schon männlich umrisshaften Wangen. Backen. Züge. Kann ja nicht angehen. Man and his environment are indeed in a cyclic relationship. Each altering between cause and effect. Er geht an der Alster entlang, durch die übereinander gestapelten Erscheinungsformen der Vergangenheit hindurch. Die Rasenflächen am Alsterufer auf der Harvesterhuder Seite lassen am 26. Juli 1968 vormittags 10.56 Uhr Gärten durchscheinen und Weiden und Sumpfland. Er hat eine Erinnerung, die er nicht haben kann. Synthetische Erinnerung. Ein Streifen Cadmiumgrün, ein Streifen gebranntes Siena, ein Streifen Manganblau, ein Streifen Rebenschwarz. Nachdem er sich von dem bekannten ortsansässigen Kritiker verabschiedet hat, geht Andy W. ein interessanter junger Maler. Die Alsterchaussee hinab zur Alster und an der Dampferanlegestelle Alte Rabenstraße vorbei zur Lombardsbrücke und zur Stadt. Er trifft im Kunsthaus den berühmten auswärtigen Kritiker. Die Schildkröte. Und geht mit ihm. Die Jugend ist heute anders, als die Vätergeneration einst an den Schreibtischen und in den Rathäusern war. Sie kuscht nicht mehr vor anzweifelbarer, obrigkeitlicher Verfügungsgewalt. Aber sie hat auch nicht immer den natürlichen Respekt vor den Älteren. Sie ist die Jugend einer Vätergeneration, die die Folgen des eigenen Respekts und Gehorsams verfluchen lernte.
Nun stehen die Älteren vor der jungen Generation und haben keine Ahnung. Wie wird dieser im Gegensatz zu Ihnen ununiformierte Haufe sich verhalten, wenn etwas passiert? Aber auch wenn etwas passiert, lernen die Älteren offenbar nichts daraus. Trifft im Kunsthaus den berühmten auswärtigen Kritiker und geht mit ihm essen. Er ist 26 Jahre alt. Den bekannten ortsansässigen Kritiker gut zu kennen, ist für einen angehenden Maler wie Andy W. genauso wichtig wie gegen ältere Kollegen, die es geschafft haben, zu opponieren. Er tut dasselbe, was die auch getan haben, als die noch unverkäuflich waren. Er macht Bilder und will sie verkaufen. Kann ja nicht angehen. Andy W. ist seit 2 Jahren mit D'Alembert befreundet. Hat es ihn weitergebracht? Er macht Bilder und will sie verkaufen. Wird jetzt der berühmte auswärtige Kritiker ihn weiterbringen? Und die heroische Avantgarde, die einmal die Werte einer traditionsgebundenen europäischen Gesellschaft zerstörte, ist heute sowieso nur noch eine sensibilitätsstilisierende Branche innerhalb einer wohlprogrammierten pluralistischen Kultur. Kann ja nicht angehen. Manchmal macht ihn eine leere Leinwand ganz verrückt. Einfach, weil sie ein Vertreter der jungen Gewebe Generationsideen und der jungen Generationsvorstellungen und der jungen Generationserfindungen und der jungen Generationsentdeckungen und der jungen Generationsneuigkeiten. Manchmal macht ihn eine leere Leinwand ganz verrückt. Einfach, weil sie leer ist. Das bloße Gewebe macht ihn verrückt. Und der jungen Generationsabneigungen und der jungen Generationsvorurteile und der jungen Generationswut und der jungen Generationsantiautorität und der jungen Generationshoffnung und der jungen Generationsliebe der jungen Generationsliebe jungen Generationsliebe Generationsliebe Liebe. Die Ungeduld voranzukommen. Mit den Sachen. Metaphysische und metaphorische Kunst loszuwerden. Weil sie so unwirksam ist, wie sie sich als Vermittler zwischen Sein und Sache aufgreifen. Ein anderes Bedürfnis nach unvermittelter Erfahrung. Aber wenn er atemlos war, lag es nicht an ihm. Andy W. Er kennt selber genug Tricks. Es macht ihn schlecht gelaunt, wenn er merkt, dass jemand eine Schau abziehen will. Die Nächte mit Schildkröte, in Gesellschaft von Schildkröte, zu Gast bei Schildkröte sind ehrlich kein Erfolg gewesen. Schlechtes Repertoire, abgerissene Schau. Ein Totenkopf unter der hochgezogenen Oberlippe, schnaufend und pustend. Losgelassen im letzten Augenblick, schweißglänzend. Zwischen den Backen, die bibbernd auseinanderstehen. Bildern ist er zugetreten, eines zugedeckten Lands, des untröstlichen Poeten, sanfter und bitterlicher Kranz. Kann ja nicht angehen. Was ihn interessiert, ist alles. Das gesprochene Wort, das geschriebene Wort. Straßen, Nachrichtenwege, Zahlen, Kleidung, Wohnungen, Geld, Uhren der Duft der Zeit, Druck, Comics, das gedruckte Wort, Rad, Fahrrad, Fotografie, Presse, Auto, Werbe, Telegraph, Schreibmaschinen, Telefon, Schallplatte, Kino, Radio, Fernsehen, Waffen. Nachdem er sich von dem bekannten ortsansässigen Kritiker verabschiedet hat, geht Andy W. die Alsterchaussee hinab zur Alster und an der Dampferanlegestelle Alte Rabenstraße vorbei zur Lombardsbrücke und zur Stadt. Er trifft im Kunsthaus den berühmten auswärtigen Kritiker und geht mit ihm essen. Den bekannten ortsansässigen Kritiker D'Alembert gut zu kennen, ist für einen angehenden Maler wie Andy W. jung und interessant. Genauso wichtig wie gegen ältere Kollegen, die es geschafft haben, zu opponieren. Er tut dasselbe, was die auch getan haben, als die noch unverkäuflich waren. Er macht Bilder und will sie verkaufen. Er hält sich für den bedeutendsten Maler. Die Ungeduld voranzukommen mit den Sachen. Metaphysische und metaphorische Kunst loszuwerden. Weil sie so unwirksam ist, wie sie sich als Vermittler zwischen Sinn und Sache aufgedrängt hat. Ein anderes Bedürfnis nach unvermittelbarer Erfahrung. Cadmiumgrün. Farbton beliebig gelbgrün. Bis blaugrün. Chromoxidhydrat plus Cadmiumsulfid. Sehr gut lichtecht. Mischbarkeit gut. Benetzbarkeit gut. Farbvermögen sehr gut. Deckvermögen gut. Lasierfähigkeit befriedigend. Nicht vor 1817 anzutreffen. Wir. Terra di Siena. Farbton mittleres künstliches Eisenoxid. Ein typisches Beispiel dafür, dass manche Pigmente des Altertums von modernen Industrieerzeugnissen noch keineswegs ganz eingeholt oder gar übertroffen werden konnten. Wir. Manganblau. Das leuchtendste helle kalte Blau, das es überhaupt erst seit neuester Zeit gibt. Farbvermögen groß. Schon im Jahre 1907 durch Bong erfunden. Später durch Patente der IG Farben verbessert. Wir! Rebenschwarz. Farbtonardin 6164 mit unter nur 0 zu 7,5. Fast reiner Kohlenstoff. Mischbarkeit gut. Deckvermögen gut. Vielleicht das älteste Schwarzpigment überhaupt. Im Mariani-Manuskript 1503 bis zu 27 Sorten angeführt. Wir! Jeder Streifen flach 30 cm. Länge der Leinwand 5,80 Meter. Es ist leichter zu sagen, was falsch ist an einem Bild, als was richtig ist. Was richtig ist, scheint einfach bloß richtig. Ende geht die Alsterchaussee hinunter. Der Munzburger Brücke gegenüber wieder etwas anderes. Mittelpunkt. Auf den von allen Seiten etwas zukommt. Und von dem nach allen Seiten etwas weggeht. Ein Knoten aus Wegen und Kreuzungen. Kann ja nicht angehen.
Na denn. Er ist er. Etwas, das Erinnerung ist. Er ist, der er ist. Ist zugleich das, worin man jetzt der, drinsteckt. Der, der er ist. Erkennbar als ein Prospekt. Ist er. Ein umgeklappter Grundriss. Dass unter der Oberfläche immer etwas ist, das, wenn es durchbräche, das Koordinierte desordinieren würde. Eine Kette von unüberschaubaren und zugleich unübersehbaren Einzelheiten, die sich manchmal abends bereits in die Tätigkeit des Einschlafens vertieft, zu vermehren und zugleich selbst aufzulösen beginnen. Ein Chaos von Einzelvorstellungen und Einzelzitaten schreckt auf. Todesangst hält den Atem an. Die Masche fällt. Das mühsam Zusammengekratzte wird hinweggespült, Gift abtropfend von meiner Schrägen. Es ist leichter zu sagen, was falsch ist an einem Bild, als was richtig ist. Was richtig ist, scheint einfach bloß richtig. Fehler bieten sich an. Ein Knoten aus Wegen und Kreuzungen, die zu immer anderen Zielen führen. Kann ja nicht angehen. Na denn. Er seufzt. Ein Chaos von Einzelvorstellungen, Einzelbildern, Einzelzitaten. Alles zerfällt unter der Oberfläche. Er säuft. Er ist nirgends fester Mitarbeiter. Er nutzt die Gelegenheiten aus, die er hat. Aber er ist nicht hinter ihnen her. Er nimmt Hasch. Er lächelt. Lächelt er? Wie lächelt er? Schüchtern. Strahlend. Verloren. Huscht das Lächeln über die weichen, flaumig, jünglingshaft, unbestimmt. Schon männlich umrisshaften Wangen. Backen. Züge. He's the fat little man, nudging 50 with henna dyed hair. Yeah, he's the fat little man, nudging 50 with henna dyed hair. Auburn-shaped eyes and a round fat face. Er ist erst spät mit der Gesellschaft in Berührung gekommen und hat sich in ihr nie sehr wohl gefühlt. Er hat sich nie ihre Sprache und ihre Gewohnheiten angewöhnen können. Und vielleicht schmeichelt es ein wenig seiner Eitelkeit, dies alles zu verachten. Er verträgt keinen Alkohol. Na denn? Die Jugend ist heute anders, als die Vätergeneration einst an den Schreibtischen und in den Rathäusern war. Sie kuscht nicht mehr vor anzweifelbarer obrigkeitlicher Verfügungsgewalt. Da er in bestimmten Kreisen durchaus bekannt ist und in diesen Kreisen durchaus bestimmte seiner Eigenschaften bekannt sind, sind bestimmte Erklärungen im Umlauf. Er nimmt Hasch. Na denn. Es ist leichter zu sagen, was falsch ist an einem Bild, als was richtig ist. Fehler bieten sich an. Ein Knoten aus Wegen und Kreuzungen, die zu immer anderen Zielen führen. Er ist nirgends fester Mitarbeiter. Er nutzt die Gelegenheiten aus, die er hat, aber er ist nicht hinter ihnen her. Er ist erst spät mit der Gesellschaft in Berührung gekommen und hat sich in ihr nie sehr wohl gefühlt. Er hat sich nie ihre Sprache und ihre Gewohnheiten angewöhnen können. Und vielleicht schmeichelt es ein wenig seiner Eitelkeit, dies alles zu verachten. Er ist monogam. Er säuft. Na denn? Die Locken stehen ihm leuchtend vom Kopf und Körper ab. Die Frage ist nur, ob er der, der er ist, ist, weil er unverwechselbar oder weil er auswechselbar ist. Trägt er einen Namen oder trägt der Name ihn? Die Zeit ist darüber hinweggegangen. He's a fat little man, nudging 50 with henna dyed hair. Yeah, he's a fat little man, nudging 50 with henna dyed hair. Auburn-shaped eyes and a round fat face. Er trägt weder Ringe noch eine Armbanduhr. Er hortet große Mengen von Socken und Krawatten. Er ist abergläubisch und er hat kein genau bestimmbares Alter. Er unterwirft sich nicht dem von den Produktions- und Einkommensverhältnissen diktierten Zwang. Lust statt Leistung. Er interessiert sich nicht für Politik. Dabei fühlt er sich ganz wohl. Das heißt nicht nur ab und zu, sondern manchmal auch dauernd. Jedenfalls gibt es Momente. Manchmal auch unvermittelt. Er nimmt Hasch. Er ist ein Tee- und Biertrinker. Seine Ausdrucksweise ist unausgeglichen, niemals aber ermüdend und trocken. Was ihn interessiert, ist alles. Das Gesprochene, das Geschriebene, auf Straßen, Nachrichten, Wege, Zahlen, Kleidung, der Duft der Zeit. Comics, Flugzeuge, Auto, Werbung, Telefon, Schallplatte, Kino, Radio, Fernsehen. Was die Unkosten betrifft, die er durch die Unregelmäßigkeiten seiner Neigungen hat, so gerät er manchmal in Schwierigkeiten. Es ist leichter zu sagen, was falsch ist an einem Bild, als was richtig ist. Was richtig ist, scheint einfach richtig. Fehler bieten sich an. Er betreibt Bigamie.
Er ist heterosexuell. Er ist unglaublich naiv. Er bevorzugt starkfarbige Pullover, Hemden und Krawatten und Socken, aber immer nur einfarbige und immer nur in Kombination mit schwarz und grauen Mänteln, Anzügen und Schuhen. Er hält Drogen für Eskapismus. Er ist homosexuell. Er ist heterosexuell. Er ist bisexuell. Er ist asexuell. Er ist der Mann, der lesbisch wurde. Er wird leicht ungeduldig, wenn darüber gesprochen wird. Auch kann er bei derartigen Angelegenheiten seinen Kummer über die menschlichen Schwächen nicht verbergen. Sehr selten sind die Augenblicke, in denen ihm alles unwiderruflich richtig erscheint. Er ist kräftig gebaut. Schwerfällig. Muskulös. Das leuchtend rote Haar fängt an, dünn zu werden. Die Spuren des Lebens sind in sein Gesicht gegraben. In seinen Augen leuchtet die fröhliche Schlauheit, auf die schon viele hereingefallen sind. Dies alles ist ganz normal. Weder traurig noch lustig, weder aufregend noch langweilig, weder heroisch noch gemein, sondern so, wie es normalerweise ist. Ihn interessiert alles. Das gesprochene Wort. Das geschriebene Wort. Nachricht. Kleidung. Geld. Der Duft der Zeit. Psychoanalyse. Der Darwinismus. Die Existenz extraterrestrischer Lebewesen. Die kapitalistische Wirtschaftsform, die moderne Technologie. Der Marxismus. Der Lustverzicht. Die Entfremdung. Das Kollektiv. Die ewig schmutzigen Kragen. He's a bad little man, nudging 50 with henna dyed hair. Yeah, he's a bad little man, nudging 50 with henna dyed hair. Auburn-shaped eyes and a round fat face. Er interessiert sich nicht für Politik. Er raucht Pfeife. Er versteht die Kunst, die gute Seite eines Menschen oder Vorfalls ausfindig zu machen. Er findet nicht selten an Leuten Unterhaltung, deren Umgang wegen der Unregelmäßigkeit in dem Gebrauch ihrer Kräfte sonst vermieden wird. Einer seiner Freunde hat ihm einmal LSD gegeben. Er hat eine Erinnerung, die er nicht haben kann. Ein Streifen Cadmiumgrün. Ein Streifen Manganblau. Ein Streifen Rebenschwarz. Yeah, he's a bad little man. Nudging 50 with henna dyed hair. Auburn-shaped eyes and a round fat face. Er tut dasselbe, was die getan haben, als die noch unverkäuflich waren. Bedürfnis nach unvermittelter Erfahrung. Man and his environment are indeed in a cyclic relationship. Each altering between cause and effect. Er hat schon immer ein Boot haben wollen. Nichts Extravagantes. Gerade groß genug, um darauf zu leben. Er hat sich immer vorgestellt, dass es Spaß macht. Einfach so herumzusegeln. Na denn. Ein Chaos von Einzelvorstellungen, Einzelbildern, Einzelzitaten. Alles zerfällt unter der Oberfläche. Er ist monogam. Er säuft. Eine Kette von unüberschaubaren und zugleich unübersehbaren Einzelheiten, die sich manchmal abends bereits in die Tätigkeit des Einschlafens vertieft, zu vermehren und zugleich selbst aufzulösen beginnen. Die Oberfläche, die handbar erschien, löst sich auf. Das mühsam zusammengekratzte wird hinweggespült. Er hat immer Angst gehabt, daran zu denken, dass er sterben muss. Er wünscht, wenn er daran denkt, dass er sterben muss, so alt wie möglich zu werden. Er verträgt keinen Alkohol. Er nimmt Hasch. Er hält Drogen für Eskapismus. Na denn. Er lächelt. Lächelt er? Wie lächelt er? Schüchtern, strahlend, gewinnend, mürrisch, plötzlich verstohlen, verloren. Die Spuren des Lebens sind in sein Gesicht gegraben. In seinen Augen leuchtet die fröhliche Schlauheit. Auf die schon viele hereingefallen sind. Das leuchtende rote Haar fängt an, dünn zu werden. Er ist Eskapist. Er hält einen Hund. Dabei fühlt er sich ganz wohl. Das heißt nicht nur ab und zu. Sondern manchmal auch dauernd. He's a fat little man, nudging 50 with henna dyed hair. Almond-shaped eyes and a round fat face. Einer seiner Freunde hat ihm einmal LSD gegeben. Er hat eine Erinnerung, die er nicht haben kann. Ein Streifen Cadmiumgrün. Ein Streifen Manganblau. Ein Streifen Rebenschwarz. Er ist monogam. Er ist monolateral. Na denn? Ihn interessiert alles. Gesprochene Wort. Das geschriebene Wort. Nachrichten. Kleidung. Geld. Der Duft der Zeit. Er ist hetero. Sexuell. Er ist monomorph. Er ist monoton. Was ihn interessiert, ist alles. Das gesprochene Wort. Das geschriebene Wort. Straßen. Nachrichten. Wege. Und so weiter. Er hat schon immer ein Boot haben wollen. Nichts Extravagantes. Gerade groß genug, um darauf zu leben. Er hat sich immer vorgestellt, dass das Spaß macht. Einfach so herumzusegeln. Er säuft. Na denn. Die Locken stehen ihm leuchtend vom Kopf und vom Körper ab. Die Frage ist nur, ob er der, der er ist, ist, weil er unverwechselbar oder weil er auswechselbar ist. Trägt er einen Namen oder trägt der Name ihn? Die Zeit ist darüber hinweggegangen. He's a bad little man, nudging 50 with henna dyed hair. Yeah, he's a bad little man, nudging 50 with henna dyed hair. Auburn-shaped eyes and a round fat face.
Er hält einen Hund. Er hat Monophasie. Er hat Monophobie. Er ist Monomor. Er ist ein Monologist. Er ist monolateral. Es ist leichter zu sagen, was falsch ist an einem Bild, als was richtig ist. Fehler bieten sich an und so weiter. Er ist erst spät mit der Gesellschaft in Berührung gekommen und hat sich in ihr nie sehr wohl gefühlt. Er hat sich nie ihre Sprache und ihre Gewohnheiten angewöhnen können. Er interessiert sich nicht für Politik. Ihr raucht Pfeife. Na denn? Dabei fühlt er sich ganz wohl. Das heißt nicht nur ab und zu? Sondern manchmal auch dauernd. Was ihn interessiert, ist alles. Das gesprochene Wort, das und so weiter. 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 Er ist Nichtraucher. Er hat immer Angst gehabt, daran zu denken, dass er sterben muss. Er wünscht, wenn er daran denkt, dass er sterben muss, so alt wie möglich zu werden. Er wird leicht ungeduldig, wenn darüber gesprochen wird. Auch kann er bei derartigen Angelegenheiten seinen Kummer über die menschlichen Schwächen nicht verbergen. Und so weiter. Er ist kräftig gebaut, schwerfällig, muskulös. Das leuchtend rote Haar fängt an, dünn zu werden. Die Spuren des Lebens sind in sein Gesicht gegraben. Seinen Augen leuchtet die fröhliche Schlauheit, auf die schon viele hereingefallen sind. Er hat es faustdick hinter den Ohren. Er trägt weder Ringe noch eine Armbanduhr. Er hortet große Mengen von Socken und Krawatten. Er ist abergläubisch. Und so weiter. Und so weiter. Er ist heterosexuell. Er ist monomorph. Er versteht die Kunst, die gute Seite eines Menschen. Und so weiter. Die Jugend ist heute anders als die Väter. Und so weiter. Und so weiter. He's a bad little man. Nudging 50 with Kennedy. Yeah. Auburn saved eyes and a round fat face. Er ist monoton. Er ist Eskapist. Er ist unglaublich naiv. Ein Chaos von Einzelvorstellungen und Einzelbildern. Und so weiter. Und so weiter. Da er in bestimmten Kreisen durchaus bekannt ist und in diesen Kreisen... Und so weiter. Und so weiter. Er hat eine Monophobie. Jedenfalls gibt es Momente, manchmal auch unvermittelt. Und so weiter. Und so weiter. Er hat schon immer ein Boot haben wollen. Er hat sich immer vorgestellt, dass das Spaß macht. Er ist monoton. Er ist Eskapist. Er ist monomorph. Er ist ein Monologist. Er hat eine Monophobie. Bildern ist er zugetreten, eines zugedeckten Lands, des untröstlichen Poeten, sanfter und bitterlicher Kranz. Er trägt ein Monokel. Er ist monolateral. Und so weiter, und so weiter, und so weiter. Wussten wir, 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 wussten wir